Hallo zurück auf meinem Kanal. Ich bin Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos on Tour. Ich habe heute ein Unboxing für euch und freue mich, dass ihr dabei seid. Und zwar von, wie ihr sehen könnt, einem Damen Art Club Kit. Und zwar Trouble von Mandy Manzano. Ein 41x71 großes Diamond Painting und zwar mit runden Steinchen. Das kann man auch ja immer an diesem Symbol bei Diamond Art Club gut erkennen. Und da wollen wir jetzt zusammen mal reingucken. Das Kit ist momentan bei Diamond Art Club als Final deklariert. Das heißt, dass es aus dem Programm rausgeht und nicht mehr zurückkommt. So, einmal, dann haben wir hier den kleinen Aufkleber, der immer dabei ist. Den mache ich mir ja immer in mein Journal, in meinen Planer rein. Dann haben wir das Toolkit, wie immer, mit einem Stift, einem kleinen blauen Squishy, einem durchsichtigen Tray oder Behälter, um die Steinchen reinzumachen und damit zu arbeiten. Zwei herzförmige Wachse und ein paar durchsichtige Tütchen. Das Kit kennt ihr schon. Das ist ja in allen Diamond Paintings drin und bei Diamond Art Club ist das auch nicht viel anders da, außer dass der kleine Tray, wo die Behälter, wo die Steinchen reinkommen, um sie dann aufzukleben, hier in dem Fall durchsichtig ist, was ich sehr angenehm finde. Und dann haben wir hier unseren großen Aufkleber, einmal nochmal mit allen Informationen. Das hier seht ihr dann auch das Bild nochmal richtig. Trouble ist angelegt an den Reim oder das Lied, das weiß ich gar nicht. Trouble, Trouble, Double Trouble und so weiter. Also Halloween, das ist eine Hexe. Und hier haben wir die Legende mit 29 Farben. Wir sehen auch, es sind ABs drin, also Aurora Borealis Steinchen. Und zwar zwei Stück. Bei Diamond Art Club ist alles, was unter 150 ist, ein Aurora Borealis Steinchen. Und zwar in diesem Fall die 141, das ist weiß, und die 130, das ist, glaube ich, gelb, aber das werden wir gleich sehen. Ansonsten sehr schöne Symbole, die gut auseinanderzuhalten sind, denke ich. Da das Painting ja hauptsächlich in Rot, Gelb, Orange und diesem Grauton fürs Gesicht gehalten ist, denke ich, dass wir mit 29 Farben ganz gut bedient sind. Also mehr braucht es ja auch nicht. Ganz toll mit dem Auge. Und hier, das ist ja wieder diese Kirchenglasoptik. Und da schauen wir mal, wie damit gearbeitet wurde. Und schauen uns jetzt mal die Leinwand dazu an. So, und die haben wir hier. Einmal die Leinwand, wie immer, schön weich. Diamond Art Club arbeitet ja mit diesem Material. Also ist ein Riesenunterschied zu Kits von AliExpress zum Beispiel, die ja eher mit einer harten Leinwand, die so Plastik anmutend ist. Und die hier ist wirklich super, super weich. Dadurch legt sich die Leinwand auch relativ schnell selber flach, wenn ihr die aufrollt und dann liegen lasst. Und es ist einfach schön zu arbeiten und die Haltbarkeit des Diamond Paintings ist eben auch viel, viel länger. Also jetzt haben wir erstmal die Steinchen raus und die Anleitung, die wie immer dabei ist. Ja, Step-by-Step-Instructions, ein paar Tipps nochmal, Schachbrettmethode, Multiplacing, Color Blocking und hier, wie man Diamond paintet. Und hier ein 10% Coupon
bzw. Code, den ihr gerne nutzen könnt für eure Bestellung. Tipp, wenn ihr das allererste Mal bestellt, Diamond Art Club hat ein Bonussystem für alle Kunden. Da kann man Punkte sammeln. Da kriegt ihr für den Einkauf so und so viele Punkte, die ihr dann später eben als Rabatt auf weitere oder eure nächsten Bestellungen anwenden könnt. Und da hat man auch einen Freundschaftscode. Ich habe euch, oder einen Freundschaftslink, ich habe Empfehlungslink. Ich habe euch meinen Empfehlungslink unten reingepackt. Also ich bin keine Affiliate von denen, sondern das kann jeder tun. Ja, das könnt ihr dann auch tun. Wenn ihr das allererste Mal bei Diamond Art Club bestellt, könnt ihr diesen Code diesen Link nutzen, den ich euch in die Infobox gesteckt habe. Und dann spart ihr 15% und ich kriege ein paar Punkte. Ja, kann ich dann wieder nutzen, um hier die nächsten Diamond Paintings für euch ein bisschen günstiger zu shoppen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, 15%, auf jeden Fall mehr als 10, geht aber nur bei der allerersten Bestellung. Ansonsten würde ich euch empfehlen, bei Diamond Art Lab könnt ihr immer mit Rabatt shoppen. Also auch in den Instructions ist ein Rabatt. Hier unten ist, glaube ich, nochmal... Ne, hier unten ist keiner, aber auf eurem Beipackzettel im Paket, dann ist auch nochmal ein Code drin. Ist dann auch nochmal ein 15% Code in diesem Shipping Details, die ihr im Paket habt. Also da findet sich immer etwas. Und für eure erste Bestellung könnt ihr, wie gesagt, den Link unten nutzen, um die 15% zu bekommen. So, das sind die Steinchen. Ja, sehr rot. War uns sehr klar. Rot und gelb. Gucken wir uns gleich an. Und hier haben wir die Leinwand. Ich kriege sie leider mit meinem Setup nicht ganz rein. Aber guck mal, seitlich geht es einigermaßen. Ich finde das gut, es ist nicht so breit und dafür länglicher. Das mache ich eigentlich ganz gerne, weil man dann schön von oben nach unten arbeiten kann und so eine, ja, so eine Reihe sozusagen, so einen Block relativ schnell, Anführungszeichen, abgearbeitet kriegt und so auch schön das Gefühl hat, voranzukommen. Wow! Es ist ja der Wahnsinn. Ich rolle das mal eben andersrum. Heute wieder ein bisschen verwirrt, heute ein bisschen wuselig. Ich habe noch nicht so die Routine gefunden beim Unboxing auf YouTube für euch. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit und wird immer besser. Also einmal falsch rum aufgerollt. Das geht nur mit gegossenem Kleber. Bitte macht das nicht mit Sets von AliExpress oder von Amazon. Die sind meistens mit doppelseitigen Klebefolie und damit macht ihr euch dann die Klebefolie kaputt. Bei gegossenem Kleber wie hier funktioniert das aber gut und ihr seht, jetzt liegt es flach. Wenn ich es jetzt so ein bisschen liegen lasse, dann plättet es sich sozusagen von alleine. Oh, ich fasse so gerne drüber, wenn die neu sind. Ganz toll. Also wow. Wow, das dann nachher in einem schwarzen Rahmen ist, glaube ich, awesome. Viel Color Blocking. Wir haben hier die Riesenflächen mit Schwarz. Hier ist ein bisschen Konfetti. Aber ansonsten haben wir hier ganz viel Color Blocking. Ne? Hier mit einem Farbe arbeiten kann. Ich mache immer gerne die Outlines, also diese schwarzen Trennlinien, die ein bisschen auch diesen Glaseffekt geben bei Mandy Manzano. Die mache ich ja am liebsten als erstes. Aber auch die Lippen ist ja toll. Ist ja der Wahnsinn. Also ich glaube, dass es ganz, ganz großartig wird. Auch hier haben wir wieder auf beiden Seiten natürlich unsere Legende. Das Licht ist heute wirklich nicht ganz so toll. Unsere Legende. Und da kann ich jetzt nichts sehen, was in irgendeiner Weise schwer zu deuten ist. Natürlich hier die Grauen, da muss ich immer aufpassen. Ne? Gucken wir uns mal die Leinwand an sich an. Bei diesen grauen Farben. Ich mag das, wenn ich verschiedene Farben bei den Symbolen habe. Natürlich, wir haben hier ein rundes Set, da müssen die
Farben auch unten drunter echt sein, weil man ja zwischen den Steinchen durchgucken kann. Fokussierst du mal. So. Und da muss ich mich dann wirklich stark konzentrieren, wenn ja alles grau ist und ich nur nach den Symbolen drauf gehen muss, muss ich mich stark konzentrieren, dass ich dann nicht falsch setze, weil vielleicht kennt ihr das, wenn man so im Tran ist und so macht und dann eine Farbe viel ist und dann kommt plötzlich eine andere, da setze ich dann schon mal Steinchen falsch. Da muss man aufpassen. Also ganz toll. Jetzt gucken wir mal, wo die AB Diamonds sind. Die Aurora Borealis, die extra Funke liegen. Gucken wir mal die 1, also das Gelb. Das ist einmal in den Lippen hier. Also das ist die 1 um die Lippen rum. Also hier in den Lippen, hier und hier. Dann haben wir hier ein bisschen 1. Na. Hier, hier, also hier an den Linien immer mal ein bisschen. Hier, ne? Das sind immer überall hier die Einser. Das kommt fast das komplette Auge ist AB. Ja, also hier das ganze Gelbe mit ein paar Sprünkeln dazwischen ist der Einser Aurora Borealis Stein. Die 2, das ist ja unser zweites, der Weiße, den haben wir hier im Weiß der Augen, das heißt wirklich, das ganze Auge ist sparkly und glitzert ganz toll mit den AB-Steinen. Dann haben wir hier sind Zweier. Also, hier so die Outlines vom Gesicht, hier, das ist auch alles. Ups, Outlines vom Gesicht, hier runter, das ist alles. AB und hier unten noch ein bisschen. Ja, und die Zähne. Zähne und hier. Ist auch AB. Mal was gucken. Nee. Also, ich zeige euch das nochmal im Auge. Das sind alles die Aurora Borealis Steinchen. Im Auge die Einser und auch die Zweier. So. Wie ich euch ja auch immer sage, diese Bläschen hier, die sind nur in der Folie. Das gegossener Kleber, da hat der Kleber unten drunter nichts abbekommen. Also manchmal hat man so ein bisschen vom Rollen so Stellen, wo man denkt, der Kleber ist da ab oder nicht so gut. So wie hier, seht ihr das? Da, seht ihr das? Genau. Hier, ja. Hier. Das ist vom Rollen. Das ist einfach nur der Abdruck von der Leinwand hinten dran, aber es ist genauso klebrig wie außenrum. Also da keinen Schreck kriegen. Das ist nicht wie bei Folie, wo ihr dann hier so Gräben habt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da hat sich nur das Muster, die Prägung von der Leinwand durchgedrückt, weil es gerollt war. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich hatte da noch gar keine Probleme. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, der Kundenservice ist großartig. Ja, also kein Stress. Ja, dann gucken wir uns dazu mal die Steinchen an. Ich werde das wahrscheinlich aber erst so im Herbst zu Halloween machen. Wahrscheinlich. Mal gucken. Vielleicht reizt es mich vorher schon. Hole ich euch ein bisschen näher dran und versuche diesmal die Steinchen auch wirklich in die Kamera zu halten. Das ist ja bei den letzten zwei Unboxings ein bisschen schief gelaufen. Da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen. Ich hatte aber auch tatsächlich keine Lust, es nochmal zu filmen. Und man sah es einigermaßen. Da habe ich gedacht, okay, komm, lassen wir das durchgehen. Dieses Mal versuche ich euch aber das richtig in die Kamera zu halten. Ich habe meine Kamerahalterung ein bisschen verändert, so dass es kein Problem sein wird. Also es sind nicht ganz so viele. Ja, wie gesagt, wir haben 29 Farben, natürlich 310er. Und man sieht schon, dass es also kleinere Pakete sind hier auch. Aus, fangen wir damit an. So.
Und zwar fangen wir an mit der 321 und da haben sich ein paar Schwarze rein verirrt. Das kommt schon mal vor, ne, wenn ihr die hier so, die Maschine, die hier so trennt, dass dann was rüberflippt. Die 321 ist ein schönes Rot. Das Licht ist heute wirklich nicht gut. Dann die 310, Schwarz haben wir zweimal. Ist klar. Mini Menzano, Outlines, Schwarz. Geht aber noch mit zwei Paketen. Die 740, sehr viel schönes Orange. 498. 947, auch ein knalliges Orange. Die 742, ein schönes Gelb. Die 606, auch so ein Rot. Bisschen helleres, knalliges. 3024 in Grau. Und die 666. Yeah, Baby. So. Unsere Aurora Borealis Stadien haben wir dann wohl hier drin in der Charge. So. Dann machen wir weiter mit der 648. Die 741, ein helleres Orange, aber auch sehr knallig. Die 444, ein Knall-Kanariengelb. Die 814, sehr dunkles Bordeaux-Rot. Die 441, und hier haben wir unseren ersten Aurora Borealis. Da seht ihr da die Beschichtung, diese Einhornbeschichtung so ein bisschen, dieses Funkeln, was an die Nordlichter erinnern soll, darum Aurora Borealis. Und das setzt dann nochmal die entsprechenden Highlights. Wir haben uns ja gerade angeguckt, wo das hinkommt. Sagt mir da auch mal, sollen wir das so rummachen, wie ich es jetzt im Moment mache, oder ist es euch lieber erst die Steinchen zu sehen und dann die entsprechenden Stellen auf der Leinwand, wo es hinkommt? Mir ist das relativ gleich. Ich passe mich da gerne an dem an, was ihr sagt, was für euch besser ist, und probiert das dann auch mal. 819, Baby Rosa. 130, das ist die zweite EB-Color. Wie ich sagte, ein Gelb. Auch hier wieder eben die Spezialbeschichtung. Das kann man im Paket immer schlecht sehen, weil sie alle nicht in die gleiche Richtung liegen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Von beiden relativ viel. 3023, unspektakuläre Farbe, 647, auch unspektakulär. Die 762 ist dann das Grau. Die 3033 ist auch eine gediegenere Farbe. Das haben wir alles in ihrem Gesicht. Das ist ja ein sehr helles Gesicht, das ist eine Hexe mit sehr blassem Gesicht und ein bisschen gräulich. Und da haben wir das drin. 644. Die 739, die 646 ist so ein Olivgrün, dann die 712, auch so ein ja, ganz, ganz helles Beige und dreckiges Weiß, die 3864, 3861, 665, das ist dann ein Grau. Die 844, graubraun, sehr dunkel. Und last but not least die 3860. Also, wir haben hier sehr gedeckte Farben, ne? Aber eben auch die Gelbs und Orange und Rot dieser Welt. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Arbeiten wird. Und vor allen Dingen der Effekt mit den Steinchen drauf später auch ganz, ganz toll ist. Und hier haben wir nochmal das Bild und die entsprechenden Steinchen. Für alle, die sich das Geknister und die einzelnen Steinchen, die einzelnen Steinchen nicht angucken wollten oder wollen, hier haben wir sie hier nochmal alle zusammen
auf der Leinwand. Also, Trouble. Wer das noch haben will, müsste schnell sein, weil das ist, wie gesagt, Final Edition und dann ist es weg. Ich finde auch gerade durch die Größe ein schönes Diamond Painting, mit dem man gut arbeiten kann und dass man dann auch gut wahrscheinlich rahmen und aufhängen kann. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen besser war. Mal gucken, wie es mit dem Ton ist. Ich habe da auch ein bisschen was ausprobiert jetzt. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch wäre total toll. Das würde mich freuen. Das vergessen die meisten. Und ja, abonniert den Kanal, da verpasst ihr nicht, wenn ich was uploade. Im Moment ist das noch relativ unregelmäßig. Ich versuche viel zu machen und da so ein bisschen Rhythmus reinzukriegen. Aber wenn ihr halt nichts verpassen möchtet, ich kriege auch bald ganz neue Diamond Paintings rein, die ich vorbestellt habe. Ich werde auch mal andere Companies bestimmt machen. Im Moment habe ich halt noch einen sehr großen Stapel von Diamond Art Lab hier liegen und bin von der Qualität halt auch begeistert. Wenn ich was anderes reinkriege, was anderes bestelle, dann zeige ich euch das natürlich auch, ne? Also nur weil ich jetzt aktuell von der Marke sehr viel hier habe, heißt das nicht, dass ihr eben nur solche sehen werdet, aber ihr werdet einiges davon sehen. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt kreativ und vor allen Dingen bleibt entspannt. See you soon!